Servus Claudia. Am 14.10. sind Landtagswahlen und man kann das erste Mal Muth wählen. Jetzt machen sich allerdings viele Leute Sorgen, dass Muth an der 5%-Hürde scheitern könnte und dass dann die Stimmen verschenkt werden. Was möchtest du denen sagen? Dazu gibt es viel zu sagen. Das eine ist zum Beispiel, ist es falsch, immer das kleinere oder das kleinste Übel zu wählen. Ein Ex-Grüner, der lange vor mir ausgestiegen ist, hat dazu auch mal auf Facebook geschrieben, dass eben, wenn man immer das kleinste Übel wählt, sich dann irgendwann das kleinste Übel so bestätigt fühlt, dass es immer in diesem Tun weitermacht, weil es ja denkt, dass es richtig liegt. Also das ist schon mal ein Punkt. Der andere Punkt ist der, es ist ja durchaus so, dass selbst mit, wenn wir die 5% nicht im Reisen sozusagen und nicht in den Landtag einziehen, dann möchten wir weitermachen. Also wir möchten Muth in die Kommunalparlamente bringen und so weiter. Also es braucht auch eine Bestätigung von dem Wähler und der Wählerin, dass wir richtig liegen. Ja, also wir brauchen die Stimme, um zu sagen, okay, das ist schon ein richtiger Ansatz und jetzt geht's eben weiter. Das ist der eine Punkt oder der andere Punkt. Und dann ist es eben auch so, im bayerischen Wahlsystem ist es ja anders als bei anderen Wahlsystemen, auch bei der Bundestagswahl. Da ist es, wenn die Erststimme dem Kandidaten zufällt, selbst wenn er dann nicht das Direktmandat gewinnt, dann wird es dazu gezählt zur Zweitstimme. Also die Summe von Erst- und Zweitstimmen macht es dann aus, wie viel Prozent und eventuell wie viel Sitze Muth im Landtag dann haben wird. Und deswegen ganz wichtig, beide Stimmen für Muth, überall da, wo es geht. Es ist keine verlorene Stimme, sondern ganz im Gegenteil, so haben wir die Chance, eben wirklich die 5% zu reißen.